Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute The Last of Us Part 1 für die PlayStation 5. Und es ist wirklich schon ganze 9 Jahre her, seit das Spiel für die PlayStation 3 erschienen ist. Eine irre lange Zeit ist da vergangen. Aber jetzt haben wir das Spiel mit neuer, verbesserter Grafik, neuen Animationen. Es wird sich richtig lohnen, es nochmal zu spielen. Legen wir los. The Last of Us. Neues Spiel. Bin im Mittel. Endgültiger Tod? Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, ich werde oft drauf gehen, da bin ich mir sicher. Okay. Und wenn euch das Spiel gefällt und mein Let's Play, lasst bitte ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden. Danke für euren Support. Ich habe schon ganze 3-mal durchgespielt. Viele von euch ein bisschen mehr. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Und da wären wir. Wahnsinn. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Congratulations, you're not a fossil yet. Wir werden natürlich auch zwischen den Modi hin und her switchen noch. Es gibt den Leistungsmodus, den richtig schönen Modus, 4K30 und die dynamische FPS gibt es natürlich auch. Da werden wir ein bisschen hin und her switchen, gucken, was besser ist, was besser aussieht, wo die Unterschiede sind. Wird ganz interessant. Aber ich bin nicht bereit für die Szene, die gleich kommt. Gar nicht. Gar nicht. Es ist zwar so lange her und wir haben das alles schon gesehen. Ich werde es jetzt nicht spoilern für Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber ja. Und hey, wenn ihr mich schon länger folgt, Mr. Ziegelstein, wir würden Return machen. Auf jeden Fall. Das sollte cool werden. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Gehen wir runter. Ich kann nicht fassen, dass das Spiel schon fast 10 Jahre alt ist. Es ist definitiv in die Jahre gekommen, was die PS3-Version angeht. Aber, boah. Sein Telefon. Gehen wir hin.
anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ruf an! Bin auf dem Weg. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh, shit. Oh Gott. Jim! Dad! Oh, die Augen. Guckt euch mal die Augen an. Jim, bleib ruhig! Nee, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy. Oh mein Gott. Oh. Guckt euch die Gesichter an. Das sieht so lebendig aus. Das war früher nicht. Die Augen, diese kleinen Details, wenn die miteinander sprechen. Man sieht richtig die Emotionen in den Gesichtern. Wahnsinn. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Wahnsinn. Können wir bitte gehen? Hammer. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Hammer. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. 71, die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Tommy. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was Sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Okay, ich muss kurz zwischenlabern, aber während die fahren, vibriert der Controller. Und man hat echt das Gefühl, dass das Auto unter einem vibriert. Das kann man nicht erklären, das ist echt gut gemacht. Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Scheiße! Was ist das denn? Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr.
Zurück, Kleines. Zurück. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Halt dich fest. Okay. Daddy. Angst. Go, pass auf. Mach die Augen zu, Kleines. Oh nee. Scheiße. Boah. Leute, abrennen. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ja, krass, die Grafik ist wirklich so viel besser. Das ist echt Wahnsinn. Also ich bevorzuge ja, wenn es mehr FPS sind. Könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze seht. Mehr FPS oder etwa doch die bessere Bildqualität. Scheiße, wo lang? Oh shit. Ja gut. Da soll ich anscheinend nicht lang gehen. Ach ja, bei mir seht ihr auch alle Tode in dem Spiel, klar. Er ist ja auch wichtig zu sehen. No. Er ist tot. Verdammt. Viele Schüsse können wir nicht mehr haben, das ist nur ein billiger Revolver. Sie kommen durch den Zaun. Lauf mal, ich mach, dass ihr wegkommt. Komm schon. Du. Zum Highway! Was? Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Mein Gott, guckt euch die Gesichtsanimation an! Ich. Ey! Das habe ich noch nie gesehen! Das habe ich echt noch nie gesehen, sowas! Oh, gleich kommt die Szene, ey! Sie kommen näher! Sieht so lebendig aus! Diese kleinen Details im Gesicht! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße! Oh nein! Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Oi, 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 oi. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Oh Gott.
Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Holy shit, ey. Tess sieht alt aus. Viel älter. Die sah damals noch auf der PS3 sehr jung aus und im Remaster. Das haben die angepasst, definitiv. Also sie sieht jetzt mindestens genauso alt aus wie Joel, vielleicht ein paar Jahre jünger. Er sieht auch viel älter aus. Viel, 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 viel älter. Werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Ja, Grafik ist irre. Selbst in diesem Modus hier. Kann ich eigentlich on the fly wechseln? Das würde mich mal richtig interessieren. Anzeige, Rendermodus, Wiedergabetreue, Fokus auf Auflösung statt Bildfrequenz, 4K30. Ja, ha, 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 ha. Was ein Unterschied, 4K30. Ist aber nicht viel Unterschied, ne? So haben wir das damals gespielt. Oh mein Gott. Also ja, Grafik schick, aber gib mir die FPS. Achtung, alle Einwohner
müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Ich würde es knapp wie immer. Hey. A2, let's go.